Es ist eine Art zu bezahlen, die erscheint irgendwie aus der Zeit gefallen. Schönbrunnerluft, Kapuzinergruft, Fiakerduft, Wien, die Freiheit ruft. Heute muss ich nicht zur Arbeit gehen. Heute leiste ich mir's, spät aufzustehen. Yippie, yeah, you, die Zeit vergeht im Nu. Im Korb, da geht ein Kaffee oder zwei. Hier ist mir alles einerlei. Für jeden Reim ein Kaffee, Poesie und Gedichte statt Euros und Kreditkarte. Der Tag der Poesie ist so wie Sie sehr schön. Tan feliz de estar aquí, estoy en Viena por ti. Kaffee und Tee, das ist kein Schmäh, habe ich kennen, tut sehr weh. Und die Wiener dichten gerne. Der Gast wird zum Poeten, der Kellner zum Lektor. Hier und da muss man halt das schon kurz durchlesen, wenn die Zeit ist. Die meisten haben schon gefragt, ob das morgen auch wieder ist. Weltweit gab es heute die Aktion Bezahlen mit einem Gedicht. In über 1300 Kaffeehäusern. Dann geht heute der Kaffee auf Haus. Aber in keinem so stilvoll wie im traditionellen Kaffeekorb in Wien. Für Inhaberin und Künstlermuse Susanne Wiedel ist die Liebe zur schönen Dichtung ihr Lebenselixier. Die Poesie und die Liebe, das gehört ja alles zusammen. Und schade, dass man ja jetzt nicht mehr so viel Liebesbrief oder Poesie schreibt, hat, geht ja wirklich alles über die... Das iPhone und das ist so schnell und unpersönlich. Ne? Denn Liebe ohne Poesie gibt es nicht, auch wenn für die meisten Gäste letztendlich etwas anderes zählt. Und was gibt es Besseres als in Wien? Einen guten Kaffee, umsonst zum Kriegen. Man muss was tun, damit man gratis einen Kaffee kriegt. Ja, es ist kreative Bezahlung, das finde ich ganz okay, könnte man öfter machen. Die Gedichte werden gesammelt, die 500 originellsten dann in einem Kunstprojekt veröffentlicht. Und wie die Wiener gerne sagen, eine Melange oder ein kleiner Brauner, die gehen immer.